Namaste. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade nachgesehen, wir haben Sonntag den 4.4., wir haben ja das Viererportal. Yes, alles klar. Was ich wirklich ganz stark spüre, ist, dass wir jetzt in das Handeln kommen müssen. Das heißt, sich selbst innerlich zu bewegen. Und dann von dort, das heißt, diese eigene Führung für sich selbst zu übernehmen, die sich dann im Außen widerspiegelt, die dann in das Leben zurückfließt. Und das ist eine Heilkraft, eine Lichtkraft, die dann in das Leben zurückfließt, wenn wir in die eigene Führung gehen, in die Eigenverantwortung zurück. Und von dort diese Energie dem Leben übergeben. Und so freue ich mich jetzt auf Babaji, Lichtwelt Verlag vom 30.03.2021. Jetzt will ich Taten sehen, Babaji. Das ist der Punkt, um den es jetzt geht. Durch die konstante Verbindung mit Gott die Nerven zu behalten und bei dir selbst zu bleiben, Babaji. Jetzt will ich Taten sehen. Puro, lasst euch inspirieren. Bleibt im Frieden, bleibt im Gottvertrauen, das ist alles. Die große Revolution ist im Gange. Große Umbrüche ereignen sich und der Wandel, der alles und alle verändert, ist nicht mehr zu übersehen. Viele erstarren vor Furcht und manche blicken verängstigt in die Zukunft. Ich sage euch, Puro, lasst euch inspirieren und lasst euch mit Begeisterung auf die neue Zeit ein. Niemand kann euch etwas antun, so ihr fest in euch selbst steht und im Herzen mit Gott verbunden bleibt. Gott kennt dich, Gott liebt dich, Gott sorgt für dich. So sorge dich nicht, es sei denn, du liebst die Sorgen mehr als dich selbst. Ich bin mitten unter euch. Ich bin gekommen, um Frieden und Einheit unter den Menschen zu etablieren. Meine Gegenwart ist sprichwörtlich. Wer mich aus ganzem Herzen ruft, dem stehe ich bei. Wer aus tiefster Seele nach mir verlangt, dem eile ich entgegen. Ihr habt Sorge, wie sich die Welt weiterentwickeln wird. Was wird noch kommen? Und werden die Freiheitsbeschränkungen weiterhin zunehmen? Sind die Interventionen gegen ein Virus, mit dem ein gesunder Mensch leicht von selbst fertig wird, das Trittbrett für dunkle Entitäten, um euch zu steuern oder sogar zu töten? Welche Rolle spielt dabei die Impfung? Glaube an das Gute. Geliebter Mensch, glaube an das Gute. Glaube an die guten Mächte des Himmels. Sie stehen dir immer bei. Vergiss die Hoffnung. Sie bringt dich nicht weiter. Glaube und vertraue. Lass dich tief in Gott fallen. Lass dich tief auf dein Wissen ein und unterscheide genau. Was du jetzt wahrnimmst, ist der letzte Akt im alten Spiel. Diese Aufführung wird bald abgebrochen werden und alles wird sich lösen, wie der Nebel in der Morgensonne. Lass die Angstpropaganda unbeachtet und stärke dich täglich durch das Gebet, die Meditation und die direkte Hingabe an Gott.
die Corona-Impfung. Vermeide es, Substanzen, die deinem Körper schaden, deinen Verstand benebeln und dich von deinen ureigenen Gefühlen abschneiden, einzunehmen. Dein Körper ist ein heiliges Gefäß. Achte genau darauf, wie du damit umgehst. Es ist leicht, herauszufinden, was dir gut tut und was dir schadet. Noch leichter ist es, anhand der unermüdlichen Aufklärungsarbeit von Menschen, die die Menschen wirklich lieben, festzustellen, was die Corona-Impfstoffe am Ende wirklich bewirken. Doch die Arbeit, dies herauszufinden, kann dir niemand abnehmen. Wie kann ich dir einen Rat geben, wenn du dich weigerst, das Offensichtliche zu sehen? Bringe dich bitte selbst in Bewegung. Stehe auf und erhebe dich. Durchschaue die Täuschung der Täuscher und die Lügen der Lügner. Das ist der Punkt, um den es jetzt geht. Durch die konstante Verbindung mit Gott, die Nerven zu behalten und bei dir selbst zu bleiben. Frieden und Einheit sind das Ziel der ganzen Menschheit. Darum geht es jetzt und dafür gilt es, sich einzusetzen. Wer untätig bleibt, vergeudet sein Leben. Tätig zu sein dort, wo du bist, mit den Fähigkeiten, die du hast. Dein Glück ist nichts, was in weiter Ferne auf dich wartet, sondern ist das Geschenk, das jetzt, hier und heute für dich bereit liegt. Hindern dich äußere Umstände daran, es zu erfahren, dann ändere deinen Blickwinkel und nicht die Umstände. Die Erde verwandelt sich zurück zu dem, was sie einst war. Ein Ort der Liebe Gottes und die Menschen verwandeln sich mit ihr. Heute befinden wir uns in der Phase, in der dieser Wandel von Entitäten des kalten Lichts blockiert werden soll. Alle Anstrengungen dahingehend sind Verzweiflungstaten von Verzweifelten. Corona ist nicht von Dauer. Beachte dies. Das ist ein Zeitphänomen und nicht von Dauer. Die Phänomene und Einschränkungen, die derzeit vorherrschen, werden vergehen. Bleib unbeeindruckt von dem, was rund um dich geschieht. Sag Nein an den richtigen Stellen und sag Ja, wenn es darum geht, Gott näher zu kommen. Warum es jetzt für die dunklen Entitäten geht, ist, so viele Menschen als möglich vom Erwachen abzubringen und sie von der inneren Anbindung an das Göttliche abzuschneiden. Allein deshalb gibt es Impfstoffe, die in aller Eile ausgebracht werden. Das ist die Gelegenheit für dich zum Aufwachen und um Nein zu sagen. So offensichtlich war das Offensichtliche noch nie. So überdeutlich hat sich das Unmenschliche dem Menschen noch niemals offenbart. Jan-Johannes Kassel, gerade heute, während ich diese Botschaft empfangen durfte, schrieb uns ein Leser: Dumme rennen, kluge warten, weise gehen in den Garten. Und er fügte hinzu, wir werden in diesem Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus ziemlich viel Zeit im Garten verbringen. Der letzte Akt. Babaji, fürchte niemals die Konsequenzen des Systems, sondern vertraue deinem menschlichen Verstand und den von deinem göttlichen Geist inspirierten Entscheidungen. Puro, lass dich inspirieren. Lass dich von deinem göttlichen Bewusstsein durch diese Zeit leiten. Weisheit braucht Bewusstsein.
Übereiltes Handeln aus Angst ist das Gegenteil davon. Genieße den Garten der Weisheit, der sich in deiner Seele ausbreitet. Zeit ist kein Maßstab für Menschen, die sich an ihr zeitloses Sein angebunden haben. Was du jetzt siehst, ist der letzte Akt des Spiels. Sobald der Vorhang fällt, hat jeder Mensch seine Wahl getroffen. Dann wird er erkannt und er erkennt sich selbst. Gehe Konflikte ein, wo sie unvermeidlich sind. Darüber hinaus lebe dein Leben in Frieden und in Freude. Ich bin alle Zeit bei dir. Dankbarkeit und Frieden, Liebe und Selbstliebe werden in die Herzen der Menschen gelegt. Glück und Freude sind das Geschenk Gottes. Alles ist vorbereitet, damit du auf der Basis dieses Zeitgeschehens deine Wahl treffen kannst. Frohe Ostern. Om Namah Shivaya. Merci. Bye bye. I love you. Bis demnächst.